Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, heute haben wir einen Radler hier auf dem Gartentisch zu stehen und zwar ein Freiberger Grapefruit Naturtrüb, sieht so aus, kommt aus Sachsen, aus dem Freiberger Brauhaus. Ja, 2,2% Umdrehungen haben wir und eine 60-40 Mische. Ich kenne es schon, wir haben es auch schon noch bei Untappd mal vorgestellt gehabt, aber tatsächlich hier auf dem YouTube noch nicht. Und deswegen würde ich sagen, kümmern wir uns drum und schauen wir uns das nochmal an. Jetzt im Sommer, schön erfrischend, können wir uns mal geben. So, so schaut die Kapsel aus. Ja, also auch schön bedruckt, hat eine eigene Kapsel abbekommen. Und ja, der Trend Grapefruit ist ganz klar, ne? Also da gibt es ja wirklich jetzt mehrere, die danach gezogen haben. So, gucken wir mal. Entspannungsverdampfung kommt raus. Und lassen wir mal laufen. Achtung Freunde, die Farbe. Ich warne euch vor, das sieht wirklich sehr interessant aus von der Farbe. Schaut mal. Ja, also so richtig, wie man sich das vorstellt mit der Grapefruit. Und die Naturtrübe kommt wirklich gut durch, ne? Also wenn wir uns das mal angucken, das ist schon toll. Von der Blume her würde ich sagen, 1,5 Fingerbreite Blume kriegen wir hin. Schneeweiß das Ganze. Und naja, knapp 90 Sekunden sollten wir die auch im Glas stehen lassen können. Aber... naja, ihr seht ja selbst, ist ein bisschen grobporiger. Ja, Verzeihung wegen den schlechten Lichtverhältnissen, aber geht jetzt nicht anders. Aber ihr erkennt das vielleicht, ne? Also die Naturtrübe kommt wirklich sehr, sehr gut durch. Ja, blickdicht 100% ist es nicht. Karbonisierung erkennt man leicht. Also es ist so eine grundaufsolide Perlange, die da ein Aufsteigen tut. Und sieht eigentlich doch recht spritzig aus. Also auch da gibt es nichts zu kritisieren. So wie es da jetzt im Glas aussieht, was würde ich geben, Freunde? Ich gebe hier mal 4 von 5, / 6 möglichen Punkten. Sieht eigentlich ansprechend und appetitlich aus, ne? So, ich halte noch mal kurz das Etikett. Das sieht so aus. Daneben das Bier mal ein bisschen genauer festhalten. Oder wollen wir mal anschnuppern? Ja, riecht erstmal ganz lecker, schön fruchtig. Ja, also leicht herb auch, bisschen floral und zum Glück natürlich nicht synthetisch. Also das finde ich auch schon mal positiv. Ja, probieren wir mal, ne? Zum Wohle. Ja, im Antrunk erfrischend, spritzig. Alles andere als süß. Grapefruit kommt gut durch, aber ist halt mild, ne? Also es ist sehr, ja, ist halt für den Sommer gut geeignet, für den Baggersee oder so. Erfrischungsfaktor ist da. Und naja, die Frage von den Attributen her ist ja immer die gleiche. Ist es eher so ein, ja, sauer aufgebautes oder eher so bappig süß? Also ich würde hier tatsächlich, auch wenn es nicht zu süß ist, aber schon so in diese liebliche Richtung es einordnen wollen. Und ja, ist nicht schlecht, Freunde. Ich weiß jetzt nicht, wann es rausgekommen ist, aber wer auf Grapefruit steht und diesen Trend jetzt mitnehmen will, der kann sich jetzt in der Sommersaison 2022 auf jeden Fall mal so ein Fläschchen mitnehmen. Also da macht man nichts falsch. Qualität ist gut. Kategorie Industriestandard, müsst ihr wissen. Und ihr seht selber, das ist recht süffig. Also das kann man ganz gut wegtrinken. Ja, wie immer, ich bin schon fast am überlegen, ob wir überhaupt noch die ganzen Radler und Biermischgetränke bewerten sollten. Aber da sich ja einige dafür interessieren, werde ich es auch jetzt in diesem Falle machen. Und Freunde, also ich glaube, ich würde. Das ist lecker. Ich gebe 4 von 5, / 6 möglichen Punkten für den Geschmack. Schmeckt also ganz gut. Und ja, jetzt folgt gleich noch ein Radler. Das haben wir nämlich auch noch nicht vorgestellt. Und dann gucken wir uns mal den Vergleich an. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, der Biersüffler.